Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Wir befinden uns hier in den unteren Ruinen in der Stadt der Werwölfe. Oder besser gesagt in einer alten Elfenruine. / Tevinter-Ruine. Und ich würde sagen, wir werden jetzt mal tauchen und an der anderen Stelle wieder rauskommen zum Bau der Werwölfe. Bin schon unterwegs. Ein ganz ungutes Gefühl. Die stehen doch bestimmt auf, die Kollegen. Hä? Natürlich. Der Herr wurde überwältigt. Hallo? Gehen wir ein bisschen. Ich bin hier. Uiu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 i. Diese ganzen Werwölfe hier. Bin schon unterwegs. Bin schon eine fiese Angelegenheit. Die stehen jetzt doch nicht auf. Ich trau dem Braten nicht. Los geht's. Ein Schattenwolf. Löscht sie auf! Schon wieder ein Kampf! Und wir leben! Bin schon unterwegs. Dreckhaufen und Knochen. Kurzbogen der dunklen Brode. Nieder mit dir! Ja, ich will doch gar nicht gegen euch kämpfen. Natürlich. Alles abgeschlossen. Ach Mensch.
Hä? Plunder. Ist halt so interessant irgendwie, das waren alte Elfenruinen, die aber trotzdem irgendwie auch von Tevinter zu kommen scheinen. Und irgendwie, sowohl die Elfen als auch die Leute aus Tevinter hatten irgendwie Angst vor irgendeinem komischen Wesen. Was dieses Wesen wohl ist. Würde mich ja richtig interessieren. Ja. Okay. Halt! Beruhigt euch, meine Brüder und Schwestern. Wir möchten niemanden mehr verletzen. Deshalb frage ich euch, Fremder, seid ihr bereit zu verhandeln? Wer seid ihr? Ich bin nur ein weiterer Verfluchter, der den Eingang zu unserem Heiligtum bewacht. Ich wurde geschickt, um mit euch zu verhandeln. Wir reden doch bereits miteinander, oder nicht? Also spricht. Nicht mit mir. Ich wurde im Namen der Herrin geschickt. Sie ist der Meinung, dass ihr nicht alles wisst, was ihr wissen solltet. Sie will euch keinen Schaden zufügen, vorausgesetzt, ihr seid aufrichtig bereit, friedlich zu verhandeln. Ist eure Herrin Schattenreißer? Sie ist nicht Schattenreißer, aber sie kann euch von ihm berichten, wenn ihr sie fragt. Doch vorher müsst ihr euch zu Verhandlungen bereit erklären. Wenn ihr bereit seid zu reden, warum habt ihr das denn nicht früher getan? Windläufer dachte, es hätte keinen Sinn. Die Herrin ist anderer Meinung. Und da ihr so weit gekommen seid, müssen wir uns ihren Wünschen beugen. Warum kommt diese Herrin dann nicht hierher und spricht selbst mit mir? Wir würden es ihr nicht gestatten. Wir beschützen unsere Herrin bis zum letzten Atemzug. Es könnte natürlich dazu kommen, dass ihr den Rest von uns erschlagt. Aber bis dahin werden wir verhindern, dass ihr ein Leid geschieht. Und woher weiß ich, dass ich nicht wieder in einen Hinterhalt laufe? Was für einen Sinn hätte das? Ihr habt eure Stärke bereits bewiesen. Wir haben nicht den Wunsch, euch noch mehr zu verärgern. Also gut, dann bringt mich zu dieser Herrin. Folgt mir. Doch wenn ihr euer Versprechen brecht und ihr ein Leid zufügt, werde ich selbst aus dem Nichts zurückkehren, um euch dafür bezahlen zu lassen. Ich heiße euch willkommen, Sterblicher. Ich bin die Herrin des Waldes. Vielen Dank. Ich freue mich über diese Gelegenheit, mit euch zu sprechen. Glaubt ihm nicht, Herrin! Er wird euch verraten! Wir müssen ihn angreifen! Beruhige dich, Windläufer. Dein Wunsch zu kämpfen hatte nur den Tod derjenigen zur Folge, die du beschützen wolltest. Ist es wirklich das, was du willst? Nein, Herrin, das ist das Letzte, was ich will. Dann ist jetzt die Zeit gekommen, um uns mit diesem Fremden zu unterhalten und deinen Zorn beiseite zu stellen. Ich entschuldige mich in Windläufers Namen. Er kämpft mit seiner Natur.
So wie wir alle, Herrin. Wahrer könnten eure Worte nicht sein. Aber nur wenige können von sich das Gleiche sagen wie diese armen Kreaturen, dass ihnen ihr Wesen durch einen Fluch aufgezwängt wurde. Zweifellos habt ihr Fragen, Sterblicher. Zathrien hat euch nicht alles erzählt. Woher wollt ihr wissen, was er mir erzählt hat und was nicht? Weil es einige Dinge gibt, die er niemals erzählen würde. Dinge, bei denen ihr für euch selbst entscheiden solltet, ob ihr sie wissen müsst. Es war Zathrien, der den Fluch erschaffen hat, unter dem diese Kreaturen leiden. Es ist derselbe Fluch, unter dem jetzt Zathriens eigene Leute leiden. Als die Dalish vor Jahrhunderten erstmals in dieses Land kamen, lebte nahe diesem Wald ein Stamm von Menschen. Sie wollten die Dalish vertreiben. Zathrien war damals ein junger Mann. Er hatte einen Sohn und eine Tochter, die er über alles liebte. Und als er gerade auf der Jagd war, hatte dieser Menschenstamm beide entführt. Die Menschen töteten den Jungen. Das Mädchen quälten sie und ließen sie zum Sterben zurück. Oh Gott. Die Dalish fanden sie, aber sie konnte das Erlebte nicht vergessen. Sie nahm sich selbst das Leben. Gott, das ist ja voll schrecklich. Also hat Zathrien sie verflucht, nehme ich an? Zathrien kam zu dieser Ruine und beschwor einen schrecklichen Geist, den er an den Körper eines großen Wolfs band. So wurde Schattenreißer geschaffen. Schattenreißer machte Jagd auf die Menschen dieses Stammes und tötete viele von ihnen. Andere jedoch wurden durch sein Blut verflucht und verwandelten sich in grauenhafte, wilde Kreaturen. Ebenso grauenhaft und wild wie Schattenreißer selbst. Sie wurden in den Wald gejagt. Als der Menschenstamm diesen Ort schließlich verließ, blieben ihre verfluchten Brüder und Schwestern zurück. Sie waren bedauernswerte Tiere ohne Seele. Bis zu dem Moment, an dem ich euch fand, Herrin. Ihr gabt mir Frieden. Ich habe Windläufer gezeigt, dass sein tierisches Wesen auch eine andere Seite hat. Ich besänftigte seine Raserei und seine Menschlichkeit kam zum Vorschein. Dann brachte er noch andere zu mir. Warum habt ihr euch nicht wieder den Menschen angeschlossen? Sie sind noch immer verflucht, Sterblicher. Sie können ihre unmenschliche Seite nicht verbergen und somit niemals wieder bei ihrem Volk aufgenommen werden. Wir wollen, dass der Fluch aufgehoben wird. Die Verbrechen, die an Zathriens Kindern begangen wurden, waren grauenhaft, aber sie liegen Jahrhunderte zurück und die Täter sind längst tot. Mhm. Jedes Mal, wenn die Landschiffe hier vorbeikamen, wurde eine Nachricht an Zathrien geschickt. Wir haben ihn gebeten, zu uns zu kommen, aber er hat uns ignoriert. Wir lassen uns nicht länger zurückweisen. Wir haben den Fluch auf seine Leute übertragen. Um sie zu retten, muss er den Fluch aufheben. Bitte, Sterblicher, ihr müsst zu ihm gehen. Bringt ihn hierher. Wenn er diese Kreaturen erst sieht und ihr Flehen hört, wird er mit Sicherheit bereit sein, den Fluch aufzuheben. Warum sollte Zathrien einwilligen, allein hierher zu kommen? Wenn Zathrien hierher kommt, werde ich Schattenreißer rufen. Ich habe die Macht dazu. Andererseits habe ich aber auch die Macht, um sicherzustellen, dass er niemals gefunden wird. Richtet das Zathrien aus. Wenn er nicht hierher kommt und den Fluch aufhebt, wird der Schattenreißer niemals finden. Dann kann er seine Leute niemals heilen. Und was ist, wenn es keine Möglichkeit gibt, den Fluch aufzuheben? Ich bin mir sicher, dass es eine gibt. Es muss eine geben. Wenn es sie nicht gibt, stirbt er. Da
dann sterben sie alle. Nun geht. Nun gut, ich gehe zu Zathrian und richte es ihm aus. Wir warten auf eure Rückkehr. Der Rückweg an die Oberfläche außerhalb dieses Raumes wurde für euch geöffnet. Kehrt so schnell wie möglich mit Zathrian zurück. Okay. Interessant. Erstmal looten. Ich beklaue erstmal die ganzen Werwölfe und die Herren des Waldes. Kann ich eigentlich noch irgendwelche anderen Informationen von ihr bekommen? Geht und kehrt mit Zathrian zurück. Wir werden heute das Ende dieses Fluchs erleben. Auf welche Weise auch immer. Okay. Ja, natürlich. Bin schon unterwegs. Oh, wen haben wir denn da? Zathrian. Nani? Ah, da seid ihr ja endlich. Zathrian, was macht ihr denn hier? Ihr habt einen sicheren Weg durch den Wald gebahnt. Zumindest sicher genug, dass ich euch folgen konnte. Er will nachsehen, ob wir seine Arbeit für ihn erledigt haben. Seid ihr nicht deshalb hier, Zauberer? Nennt mich nicht so, Hexe. Ich bin der Hüter dieses Clans und habe getan, was getan werden musste. Habt ihr das Herz? Ich würde mich lieber über unsere Abmachung unterhalten. Ihr wollt also Spielchen mit mir treiben? Ich kann spüren, dass ihr es nicht habt. Warum verlasst ihr die Ruine? Ihr wusstet also von dieser Ruine. Und warum habt ihr mir nichts davon erzählt? Es gab keinen Grund dafür. Ich wusste, ihr würdet sie finden. Und ich wollte euch keine Geschichtsstunde über etwas geben, das nichts mit eurer Aufgabe zu tun hat. Aber es scheint, als hätte der Geist euch überzeugt, zu ihren Gunsten zu handeln. Dürfte ich erfahren, was sie will? Was glaubt ihr, will sie? Ich würde annehmen, sie will überleben. Das ist die Natur all dieser Kreaturen, der Wille zu überleben. Ihr wisst aber, dass sie selbst Schattenreißer ist, oder? Ich dachte, Schattenreißer sei ein männlicher Wolf. Sie ist der mächtige Geist dieses alten Waldes, den ich vor langer Zeit beschworen und an den Körper des Wolfs gebunden habe. Mhm. Ihr Wesen entspricht dem des Waldes selbst. Sie ist wunderschön und schrecklich. Ruhig und wild. Jungfer und Bestie. Sie ist sowohl die Herrin als auch Schattenreiser. Es sind die zwei Seiten eines einzigen Wesens. Der Fluch kam ursprünglich von ihr. Diejenigen, die sie infizierte, wurden zu Spiegelbildern ihres eigenen Wesens. Sowohl wilde Bestien als auch Menschen. Der Fluch stammt ursprünglich aber von euch. Sie haben meinen Clan angegriffen und waren dieselben wilden Tiere wie eh und je. Sie verdienen es, ausgerottet zu werden, nicht, dass man sie verteidigt. Okay. Kommt, ich werde euch zurück in die Ruine begleiten. Gehen wir und sprechen wir mit dem Geist. Dann werde ich sie in Schattenreißers Gestalt zwingen und ihr könnt sie erschlagen und euch ihr Herz nehmen.
Wollt ihr nicht zumindest darüber nachdenken, mit ihnen zu sprechen? Warum? Auch wenn ihr behauptet, dass sie ihre Seelen wiedererlangt haben, bleiben sie doch wilde Bestien. Ihr Wesen hat sich nicht geändert. Alles, was sie wollen, ist Rache. Oder eine Erlösung, die ich ihnen nicht geben werde. Nein, lasst uns das Herz holen und das hier beenden. Seid ihr nach all der Zeit noch immer so voller Hass? Ihr wart nicht dabei. Ihr habt nicht gesehen, was sie meinem Sohn und meiner Tochter angetan haben. Und so vielen anderen. Ihr gehört nicht zu den Dalish. Ihr könnt nicht wissen, wie hart wir für unsere Sicherheit kämpfen mussten. Ich konnte ihre Verbrechen nicht ungesühnt lassen. Aber diese Verbrechen wurden vor Jahrhunderten begangen. Ich erinnere mich an sie, als wäre es gestern gewesen. Selbst wenn sie inzwischen mehr als Tiere sind, wollen sie nur Rache. Sie würden meinen Clan niemals in Frieden lassen. Eure Antwort ist also, sie bis in alle Ewigkeit leiden zu lassen? Hättet ihr den leblosen Körper eurer Tochter in euren Armen gehalten? Hättet ihr dann den Schuldigen etwas anderes als ewiges Leid geschworen? Möglicherweise. Aber wen bestraft ihr denn jetzt noch? Nun gut. Ihr wollt, dass ich mit ihnen rede? Ich werde es tun. Aber was, wenn sie nur noch mehr Rache wollen? Beschützt ihr mich? Ich glaube nicht, dass es überhaupt so weit kommt. Ich sehe zwar nicht, welchen Sinn das haben soll, aber gut. Inzwischen sind viele Jahrhunderte vergangen. Hören wir uns an, was der Geist zu erzählen hat. Da ist der alte Geist des Waldes also abgeblieben. Da bist du also, Geist. Ah, sie ist die Herrin des Waldes. Ihr werdet sie angemessen ansprechen. Du trägst jetzt also einen Namen, Geist? Und du gibst auch deinen Schoßtieren welche? Diesen Bestien, die dir folgen? Sie waren es, die mir einen Namen gaben, Zathrian. Und sie wählen sich ihre Namen selbst. Sie folgten mir, weil sie mit meiner Hilfe begreifen, wer sie sind. Sie sind nichts anderes als das, was ihre Vorfahren waren. Wilde Bestien, wertlose Hunde. Ihre grauenhafte Gestalt spiegelt nur ihre abscheulichen Herzen wider. Er wird uns nicht helfen, Herrin. Ich habe es euch gesagt. Er ist nicht hier, um zu reden. Nein, ich bin hier, um zu reden, auch wenn ich keinen Sinn darin sehe. Wir alle wissen, wo das hinführt. Du kannst ebenso wenig gegen deine Natur handeln, wie ich gegen meine. Es muss nicht so kommen. In deinem Herzen ist noch Platz für Mitgefühl, Zathrian. Ich bin mir sicher, deiner Rache wurde Genüge getan. Meine Rache währt ewig, Geist. Genau wie mein Schmerz. Das hier ist Gerechtigkeit. Nichts anderes. Bist du sicher, dass dein Schmerz der einzige Grund ist, warum du diesen Fluch nicht aufhebst? Hast du dem Sterblichen erzählt, wie er erschaffen wurde? Er sagte, er habe euch beschworen und an den Körper eines Wolfes gebunden. Genau das hat er getan. Schattenreißer und ich sind in einem Wesen aneinander gebunden. Aber derart mächtige Magie konnte nicht ohne Zathrians eigenes Blut bewerkstelligt werden. Deine Leute glauben, du hättest die Unsterblichkeit eurer Ahnen wiedererlangt, Zathrian. Aber das ist nicht wahr. Solange der Fluch existiert, existierst auch du. Nein, so ist das nicht. Könnt ihr ihm das vorwerfen? Wer will schon sterben? Was könnte jemanden davon abhalten, nach so vielen Jahrhunderten zu gehen? Die Liebe? Oder ein bitterer Hass, der sich an ein Herz klammert, das schon vor langer Zeit hätte aufhören müssen zu schlagen? Der Fluch würde mit Zathrians Tod nicht enden.
Allerdings hängt sein Leben davon ab, dass er weiter existiert. Und ich glaube, dass sein Tod eine Rolle bei der Aufhebung des Fluchs spielt. Dann töten wir ihn! Reißen wir ihn in Stücke! Auch wenn ihr sprechen könnt, bleibt ihr doch Tiere. Was würde euch mein Tod bringen? Nur ich weiß, wie das Ritual beendet werden kann. Und ich werde es niemals durchführen. Seht ihr? Wir müssen sie alle töten! Begreift ihr jetzt? Sie wenden sich ebenso schnell gegen euch. Tut, weshalb ihr hier seid, grauer Wächter. Oder geht mir aus dem Weg. Wir stehen für das Richtige ein, egal was es kostet. Dann sterbt ihr mit ihnen. Ihr alle werdet so leiden, wie ihr es verdient. Das reicht. Ich kann euch nicht besiegen. Beendet es! Erschlagt ihn! Nein, Windläufer. Wir werden ihn nicht töten. Wenn in unseren Herzen kein Platz für Mitgefühl ist, wie können wir dann erwarten, dass es bei ihm anders ist? Ich kann deine Bitte nicht erfüllen, Geist. Ich bin zu alt für Mitleid. Ich sehe vor mir nur die Gesichter meiner Kinder, meiner Leute. Ich kann es nicht tun. Geht das nicht alles schon viel zu lang, Zethrian? Vielleicht habe ich schon zu lange gelebt. Mein Hass ist wie eine uralte, knorrige Wurzel. Er hat meine Seele zerfressen. Was ist mit dir, Geist? Du bist ebenso an den Fluch gebunden wie ich. Hast du keine Angst vor dem Ende? Du hast mich erschaffen, Zethrian. Du hast mir Gestalt und Bewusstsein gegeben, wo vorher nichts war. Ich habe Schmerzen und Liebe erfahren. Hoffnung und Angst. All die Freuden, die das Leben ausmachen. Aber von allen Dingen ersehne ich nichts mehr als das Ende. Ich bitte dich, Schöpfer, bereite mir ein Ende. Wir bitten dich, hab Mitleid. Du beschämst mich, Geist. Ich bin ein alter Mann, der sich selbst überlebt hat. Dann wirst du es tun? Du hebst den Fluch auf? Ja, die Zeit ist gekommen. Lasst uns all dem ein Ende bereiten. Ja.
Es ist vorbei. Sie ist fort und wir sind Menschen. Ich kann es kaum fassen. Was werdet ihr jetzt tun? Wir werden wohl den Wald verlassen. Andere Menschen suchen. Sehen, was uns dort erwartet. Das dürfte interessant werden. Glaubt ihr nicht? Danke. Wir werden euch nie vergessen. Das habe ich gerne gemacht. Dann würde ich sagen, auf zu den Dalish und dann habe ich eine Menge zu erklären. Los geht's. Ihr seid der graue Wächter, der den Fluch gebrochen hat. Ich verlange zu erfahren, was mit den Werwölfen geschehen ist. Wo sind sie? Sie sind keine Werwölfe mehr. Der Fluch wurde aufgehoben. Das macht keinen Unterschied. Diese Ungeheuer haben meinen Mann ermordet und viele meines Clans. Das Blut der Dalish klebt an ihren Händen. Wenn sie wieder Menschen sind, wird es nur umso einfacher sein, Rache für ihre Verbrechen zu nehmen. Sagt mir, wo sie sind. Überreden. Zethrian wollte ebenfalls Rache. Ihr seht ja, wohin das geführt hat. Es hat ihn vernichtet. Vielleicht liegt Weisheit in euren Worten. Wenn sie fort sind und niemals zurückkehren, dann ist es vielleicht das Beste, es damit enden zu lassen. Wir werden ins Lager zurückkehren. Danke für eure Worte. Bitte nehmt dieses kleine Geschenk als Zeichen meiner Dankbarkeit. Es gehörte meinem Mann und ich kann es nicht länger tragen. No. Es ist vollbracht. Die Essenz des Wolfsherzens hat jede Spur des verfluchten Blutes in den Jägern vernichtet. Es ist traurig, dass Zethrian sterben musste. Ich habe es gespürt, als er von uns ging. Ich glaube, er war bereit zu gehen. Er ist als Held gestorben, Lanaya. Es wird schwierig werden, in Zethrians Fußstapfen zu treten. Er war jahrhundertelang unser Hüter und wir werden ihn schmerzlich vermissen. Aber jetzt bin ich die Hüterin. Also lasst es mich offiziell aussprechen. Hiermit schwöre ich, dass wir uns an die Bedingungen des alten Vertrages halten werden, den unser Volk mit den Grauen Wächtern geschlossen hat. Ruft, und wir werden kommen. Schnell und ohne zu zögern werden wir zu euch eilen und über eure Feinde herfallen. Das schwöre ich. Ich danke euch, Lanaya. Es ist lange her, seit die Dalish zuletzt in den Krieg gezogen sind. Aber ich bin sicher, dass wir euch eine große Hilfe sein können. Okay. Beten wir zu den Schöpfern, Lethaleen. Großer Vater, vergib uns unseren Anteil an dieser Tragödie. Wofür wären unsere Söhne und Töchter gestorben, wenn nicht dir zu Ehren? Fallon Dean, Freund der Toten. Bitte führe unsere Söhne und Töchter sicher ins Jenseits. Und vor allem er, der alleine jagt, der Schreckenswolf. Am Ende wird er uns alle holen, aber heute hat er uns verschont. Und dafür sind wir dankbar. Denn wir sind die Dalish, die Behüter des verlorenen Wissens, die Wanderer auf dem einsamen Pfad. Und niemals wieder werden wir uns beugen. Ihr habt es geschafft, Fremder. Ihr habt uns vor dem Wüten des Fluchs gerettet. Mögen die Schöpfer euch auf ewig segnen. Aber nach all diesen Jahrhunderten haben wir Zethrian verloren. Ich hoffe, er ist heldenhaft gestorben. Ja, das ist er. Schön. Ich wünsche mir ein gutes Ende für diese Geschichte. Er wird für viele Kinder der Dalish ein Vorbild sein. Und jetzt bereitet uns Hüterin Lanaya darauf vor, an der Seite der Menschen in den Krieg zu ziehen. Ich hätte nie geglaubt, diesen Tag zu erleben. Ich freue mich jedenfalls darauf, gegen diese dunkle Brut zu kämpfen. Wirklich?
Dann hoffe ich, dass du zurückkehrst und uns alles darüber erzählst. Was euch betrifft, Fremder, ich schätze, ich werde eines Tages Geschichten über den Grauen Wächter erzählen. Ich dachte, ich soll noch eine Geschichte mit euch teilen. Andaren Etishin, Grauer Wächter. Ihr könnt euch gerne zu uns ans Feuer setzen, aber wartet nicht ein Krieg auf euch? Na gut. Na schön. Erstmal Sachen wieder ausrüsten und dann verkaufen und dann die Eisenbock abgeben. Nee, die sind alle besser als die neuen Sachen. Verflucht und verdammt! Verdammt! In der Tat. Ja. Ja. Marjolaines Bogen. Ja, endlich. Sehr gut. Gefällt mir. Der weite Blick. Dankeschön. Vashedan. Unbedingt. Wir arbeiten hart, um genügend Ausrüstung für alle Jäger herzustellen. Unsere Waffen werden allen anderen auf dem Schlachtfeld überlegen sein. Ich habe Eisenbocke für euch gefunden. Wirklich? Lass mich mal sehen. Ja, das ist tatsächlich Eisenbocke. Und sie ist von herausragender Qualität. Gut gemacht. Wie vereinbart werde ich aus diesem Holz etwas für euch herstellen. Was möchtet ihr haben? Einen Bogen? Oder vielleicht ein Brustpanzer? Kann ich nicht einen Zauberstab haben? Oder... Der Brustpanzer klingt vielversprechend. Manuvinin, ich werde ihn persönlich anfertigen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr zusehen. Es dauert nicht lang. Ich habe das Holz nach meinem Willen geformt. Hier habt ihr einen Brustpanzer der Dalish. Möge er euch gute Dienste leisten. Na, da bin ich einmal gespannt. Brother Thorans Rüstung. Joa. Das kann ich später tragen, wenn ich das mit Dalen skille, dass ich Rüstungen tragen kann. Das. Wir arbeiten hart, um genügend Ausrüstung.
wir hier irgendwas, was ich noch... Andrastes Segen. Ja, warte mal. Oh, wie lieb von euch. Ich danke euch sehr. Silbermedaillon. Ein schönes Geschenk. Vielen Dank. Schriftrolle ist, glaube ich, was für Win. Huch, da. Oh, wundervoll. Was habt ihr auf dem Herzen? Nichts. Ihr stört... Wir sind nicht allein, demzufolge auch nicht ungestört. Aber wenn ihr dennoch fragen möchtet, dann bitte. Was ihr wollt. Was muss ich tun, um euer Wohlwollen zu erringen? Sie küssen. Und ihr wollt das wirklich vor Publikum tun? Oh, nur zu, ihr beiden. Habt ihr gehört? Wir haben die Erlaubnis. Jetzt ist es offiziell. Ja. Ach ja, Athras Frau muss ich noch suchen und Wins. Soweit ich weiß, werden wir uns eurem Kampf anschließen, sobald sich die Jäger wieder erholt haben. Ich freue mich darauf. Und Wins Schützling muss ich auch noch finden. Nicht einmal eine Woche. Du hast deine Genesung dem Grauen Wächter zu verdanken. Aber gern. Liebesbrief. Oh je. Ich weiß gar nicht, welcher Brief dazu gekommen ist. Das mache ich sonst ein anderes Mal. Das sind mittlerweile so viele Briefe. Die Quest habe ich auch noch. Da muss ich aber mehr Punkte in Überleben bekommen. Dann kann ich da irgendwas tun. Ich werde es tun. Was passiert denn da? Ihr seid hier nicht willkommen. Ich bin offensichtlich im Namen der Gemeinschaft der Magier hier. Erledigt ihr die schmutzige Arbeit der Templer für sie? Templer oder Magier sind für uns bedeutungslos. Hier ist dunkle Macht am Werke und ihr werdet uns nicht im Weg stehen. Wie gut, dass ich nur Fernkämpfer habe. Scheiße! Los geht's. Oh Mann. Blub. Warum geh ich nur hin? Okay, cool. Hei, okay, alles klar. Ja.
Mist. Oh, Leute. Ich bin hier. Los geht's. Natürlich. Du darauf bestehst! Oh, heide Witzke. So, was haben wir denn hier Schönes? Wachalbtraum. Gegner, die bei einer Prüfung ihrer mentalen Widerstandskraft scheitern, werden in einem Wachalbtraum gefangen. Während der Wirkungsdauer dieses Effekts werden sie entweder betäubt, greifen andere Feinde an oder werden zu Verbündeten des Zauberers. Bereits schlafende Zähne können diesem Zauber nicht widerstehen. Okay. Handschuhe der schwarzen Hand. What? Hm. Okay. Wird erledigt. Was geht denn hier ab im Wald? Freunde, bitte dreht um. Diese Wälder sind voller Gefahren für alle, die sich darin nicht auskennen. Anarin? Moment. Ich kenne euer Gesicht. Nur jünger. Unbeherrschter. Ernst. Win? Ich dachte, sie hätten euch getötet. Das hätten sie auch beinahe. Die Templer fanden mich, als ich gerade die Dalish suchte. Sie verletzten mich schwer und ließen mich zum Sterben liegen. Ich bin schuld daran. Oh, ich war eine schlechte Mentorin, streng und ungeduldig. Ich bedauere sehr, wie ich euch behandelt habe. Ich habe das alles hinter mir gelassen und das solltet ihr auch tun. Ich hatte bei den Templern und der Kirche nichts verloren. Mein Weg lag woanders. Irving ist ein vernünftiger Mann. Er könnte euch den Weg zurückebnen. Der Zirkel braucht neues Blut und muss sich verändern. An Irving erinnere ich mich gern. Er war immer freundlich zu mir. Ich werde über euren Vorschlag nachdenken und vielleicht auch mit Irving reden. Aber versprechen kann ich nichts. Vielleicht ist der Magier, den ihr sucht, direkt vor euren Augen. Der graue Wächter ist doch ein Magier, nicht wahr? Die Verderbnis wird nicht ewig dauern. Warum soll er nicht den neuen Zirkel mitgestalten? Darüber solltet ihr beide einmal nachdenken. Wir können länger bleiben, wenn ihr möchtet, Win. Nein, wir haben genug Zeit mit meinen persönlichen Angelegenheiten verbracht. Wir sollten wirklich aufbrechen. Seht mal her. Das ist aus getrocknetem Harz von einem der hier wachsenden Bäume. Es war für mich so etwas wie ein Glücksbringer. Und nun sollt ihr es haben. Also schön. Vielen Dank. Mögen eure Götter auf euch herablächeln, Anarin. Und auf euch. Hello. Habt ihr über Anarins Worte nachgedacht? Sie sind voller Weisheit. Ihr seid ein Magier und vielleicht genau das, was der Zirkel am dringendsten benötigt. Aber ich bin ein grauer Wächter. Aber ihr habt den Zirkel nie wirklich verlassen, anders als Anarin. Euer Leben als grauer Wächter ließ euch in andere Länder reisen,
weiter entfernt, als die meisten Magier je gewesen sind. Ihr habt die Welt gesehen, hattet mit Königen und Lords zu tun, mit Templern und Abtrünnigen. Ihr habt von allen Gutes wie Böses erfahren. Ihr könntet diese Erfahrungen in den Zirkel einbringen und ihn mit eurem Wissen verbessern. Es würde sicher dauern, aber es wäre machbar. Ihr könntet den Zirkel auch verändern. Warum denn ich? Oh, glaubt mir, ich würde es tun, wenn ich könnte. Aber meine Zeit läuft ab. Ich spüre Tag für Tag, wie meine Kräfte nachlassen. Ich werde nicht mehr erleben, wie der Zirkel stärker und strahlender neu erstehen wird. Diesen Traum nehme ich mit ins Grab. Für euch muss es kein Traum bleiben. Ja. Was habt ihr auf dem Herzen? Ich werde antworten, so gut ich kann. Okay. Ja, weiß ich nicht. Ich bin halt ein grauer Wächter, ne? Ich kann auch nur irgendwie innerhalb meiner Grenzen agieren. Ich muss wahrscheinlich irgendwann auch ein Weißhaupt vorstellig werden oder wie auch immer. Ich kann natürlich sowohl mit dem Zirkel zu tun haben, als auch mit den grauen Wächtern. Aber wirklich Teil des Zirkels offiziell werden kann ich, glaube ich, gar nicht. So, ich werde nochmal versuchen, mit der Dame dort unten zu reden und eventuell der Haller vielleicht doch helfen zu können. Wer ist da? Oh, verzeiht, Fremder. Ich war so damit beschäftigt, mich um die Haller zu kümmern, dass ich euch nicht habe kommen hören. Oh, ich muss alles nochmal neu machen mit ihr. Wer seid ihr? Mein Name ist Elora. Ich bin die Meisterhirtin. Und es ist meine Aufgabe, mich um die Haller zu kümmern. Das ist vielleicht nicht ganz so aufregend, wie ein grauer Wächter zu sein, aber die Haller sind lebenswichtig für uns. Was sind Haller? Sie sind die edlen Tiere, die unser Aravel ziehen. Die Menschen nennen es Landschiff. Sie sind unsere Begleiter und Führer. Sie sind nicht eure Reittiere? Wir reiten auf den Haller, aber niemals mit Zügeln oder Sätteln. Die Haller entscheiden, wohin sie uns führen, und wir genießen das Privileg, dass sie unser Aravel mitnehmen. Im Gegenzug ist es die Aufgabe der Hirten, mit den Haller zu sprechen und sich um ihre Bedürfnisse zu kümmern. Es ist eine Bande der Freundschaft, nicht der Knechtschaft. Und warum habt ihr diese hier von den anderen getrennt? Ich fürchte, sie könnte beim Angriff der Werwölfe gebissen worden sein. Ich habe versucht, mit ihr zu sprechen, aber sie ist so aufgewühlt, dass ich sie nicht verstehen kann. Der Fluch hätte auf sie nicht die gleichen Auswirkungen wie auf uns, aber er wäre dennoch tödlich. Und er könnte auch für die anderen Haller ansteckend sein. Ich kann bei ihr keine Wunde finden. Aber wenn sie ernsthaft krank ist, dann werde ich sie von ihrem Leid erlösen müssen. Ihr zuliebe, ebenso wie zum Wohl der anderen. Kann ich irgendetwas tun, um euch zu helfen? Ich weiß es nicht. Besitzt ihr irgendwelche Fähigkeiten, die ihr helfen könnten? Wenn ja, wäre ich euch sehr dankbar. Überleben. Versuchen, die Haller zu beruhigen. Ja, es funktioniert. Sie beruhigt sich. So ist es gut, meine Liebe. Ganz ruhig. Erzähl mir, was dich beunruhigt. Ah, ich verstehe. Nicht sie ist krank, sondern ihr Lebenspartner. Er wurde während des Angriffs gebissen und sie macht sich große Sorgen um ihn. Ich habe nicht bemerkt, dass eine weitere Haller verletzt wurde. Jetzt kann ich verhindern, dass sich die Krankheit auf die gesamte Herde ausbreitet. Maserunners, ich danke euch. Ihr habt meinem Clan heute einen großen Dienst erwiesen. Ich werde euch ewig für eure Hilfe dankbar sein. Okay. Aravels. Die Dänisch leben in kleinen Gruppen von Blutsverwandten zusammen. Oh, das habe ich schon vorgelesen. Okay, cool. Jut, jut. Bote. Ich habe den Auftrag, weitere Clans der Dalish in Ferelden aufzusuchen.
damit wir die Nachricht über die Verderbnis verbreiten können. Ihr wisst nicht zufällig, wo die anderen Dalish sind, oder? Die Clans wandern, wohin sie wollen, und wir haben keine Möglichkeit, uns mit ihnen in Verbindung zu setzen. Alle 10 Jahre versammeln sich die Clans auf einer Zusammenkunft, die wir Alethven nennen. Dort wird dann auch der Ort der nächsten Zusammenkunft festgelegt, aber bis dahin treffen wir uns immer nur zufällig. Wie stehen eure Chancen, andere Clans zu finden? Wir sind vor einigen Monaten auf einen anderen Clan getroffen, also habe ich zumindest eine grobe Vorstellung, wo er jetzt sein könnte. Und vielleicht ist dieser Clan wieder anderen begegnet. Wir werden sehen. Wie können die Dalish so eine Armee aufstellen? Wir haben keine Armee. Allerdings ist schon ein einzelner Clan eine tödliche Macht. Wenn wir den Grauen Wächtern auch nur eine Handvoll Clans zur Verfügung stellen können, werdet ihr keine Armee mehr brauchen. Dann überlasse ich euch eure Aufgabe. Dara Shira, lebt wohl. Und er teleportierte sich davon. Gut. Gut, dass ihr hier wart, Grauer Wächter. Wir schulden euch viel. Viel mehr als einfach nur die Erfüllung unseres Versprechens. Ihr seid zurück? Habt ihr vielleicht Neuigkeiten über Denyla? Nee, und ich habe auch nicht nach ihr gesucht. Noch nicht, fürchte ich. Aber der Fluch wurde doch von ihr genommen, oder? Denyla könnte noch immer da draußen im Wald sein, wieder in ihrer wahren Gestalt. Denkt ihr nicht, dass sie inzwischen schon wieder zurückgekommen wäre? Vielleicht kann sie einfach nicht. Sie könnte sich ein Bein gebrochen haben oder sie hat sich verirrt. Ich muss nach ihr suchen. Ich danke euch, dass ihr alles getan habt, was ihr konntet. Jetzt ist es an mir, sie zu finden. Quest absolviert. Arthras ist aufgebrochen, um selbst nach Denyla zu suchen. Ich werde jetzt mal einen Cut machen und nach denen suchen. Wenn ich gleich wieder im Dorf hier stehe, habe ich nichts gefunden. Ansonsten sehen wir uns jetzt im Wald. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe im Wald gesucht. Ich habe sie jetzt nicht gefunden. Kann aber sein, dass man sie finden kann. Das weiß ich nicht. Vielleicht schaue ich später nochmal vorbei. Falls du weißt, was mit den beiden passiert ist, kannst du es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich sonst jetzt auf den Weg machen. Soweit ich weiß, werden wir uns eurem Kampf anschließen, sobald sich die Jäger wieder erholt haben. Ich freue mich. Eure Zunge ist gespalten, Morrigan. Warum behandelt ihr andere so? Ich schulde euch keine Erklärung. Auf meiner Stirn steht nicht geschrieben, bitte leitet mich an. Ihr reist mit diesen Leuten, da solltet ihr höflich bleiben. Ihr seid leicht zu durchschauen, alte Frau. Lasst unsere Gefährten aus dem Spiel, wenn es euch nur darum geht, dass ich höflich zu euch bin. Ich bin keine eurer Schülerinnen aus dem Zirkel, die an euren Lippen hängt. Ich bin auch nicht Alistair, der in euch eine Ersatzmutter sieht. Nein, dass ihr nicht so seid wie Alistair, ist offenkundig. Tragt eure Belehrungen anderswo vor. Mir bedeuten sie nichts. Au, au, au. Ihr habt sie gesehen und berührt. Andrastes Asche. Sie ist das heiligste Relikt auf dieser Welt. Die Überreste der Auserwählten des Erbauers. Oh, wir wollen also jetzt doch darüber reden. Ich hätte ihre Ruhe nicht gestört, wenn es nicht um den Aal ginge. Ich weiß. Es scheint beinahe respektlos, sie als Arznei zu benutzen. Und ein klein wenig morbid ist es auch. Ich weiß nicht, ob ich würdig bin, sie zu schauen. Warum verehrt ihr Andraste? Warum denn nicht? Ich verstehe nicht. Ich dachte, der Erbauer spricht direkt zu euch. Ah, jetzt verstehe ich. Wenn der Erbauer uns nicht wirklich verlassen hat, warum muss dann Andraste bei ihm ein gutes Wort für uns einlegen? Darüber habe ich nie nachgedacht. Ich verehre sie, weil sie die göttliche Braut des Erbauers ist. Eine andere Erklärung habe ich dafür nicht.
Vielleicht solltet ihr euren Glauben hin und wieder mal hinterfragen. Warum nicht? Wenn der Erbauer uns nicht verlassen hat, ist damit doch nicht gesagt, dass Andraste keinerlei Bedeutung zukommt. Naja, ihr Flehen, der Erbauer möge zurückkehren, wäre dann irgendwie absurd. Ich weiß, es klingt unlogisch, aber Glaube fußt nicht auf Logik. Würden wir die Wahrheit kennen, hätten wir unbestreitbare Tatsachen. Da dem nicht so ist, müssen wir glauben. Ja, Daylan ist aber keiner, der so wirklich dieser Religion anhängt. Ich kenne diesen Blick. Ihr habt doch etwas im Sinn, oder nicht? Ich? Was wisst ihr über diesen Ort? Die Menschen berichten von dunklen, geheimnisvollen Wäldern, in denen unsichtbare Wesen herumspuken. Der Brazilianwald ist einer dieser Wälder. Man sagt, der Schleier sei hier so dünn, dass Geister aus dem Nichts herüber können. Sie durchdringen die Bäume und verleihen ihnen eine unnatürliche und bedrohliche Intelligenz. Es heißt, man fühlt sich im Brazilianwald deswegen beobachtet, weil es wirklich so ist. Okay. Wo will ich hin? Na, ich glaube, ich gehe erstmal ins Dorf. Ins Lager, meine ich. Hallo, Hundi! Ihn streicheln. Ja, so ein Süßer. Guter Junge. Will irgendjemand mit mir quatschen? Ich vermute ja eher nicht. Nur zu. Nur zu. Natürlich. Könnt ihr andere zu Templern ausbilden? Anderen schon, aber euch nicht. Es muss jemand sein, der eine Kampfausbildung durchlaufen hat. Es geht dabei hauptsächlich um Disziplin. Wenn ich schon Geheimnisse der Kirche verrate, kann ich auch alles verraten. Schickt mir ins Lager, wen ihr wollt, dann gebe ich mein Bestes, ihn auszubilden. Okay, cool. Nur zu. Natürlich. Könnt ihr mir noch was über die grauen Wächter erzählen? In ihrem jetzigen Zustand? Okay. Nur zu. Ich brauche viel mehr Gespräche. Was sagt ihr? Würdet ihr mir ein paar Fragen beantworten? Gewiss. Erzählt mir von euren Abenteuern. Meinen Abenteuern? Ich bin doch kein alter Mann, der gerade aus Landen jenseits des Meeres zurückgekehrt ist. Soll ich Kindern in der Nähe mit der Faust drohen, während ich von der guten alten Zeit erzähle? Euren Worten nach zu urteilen, habt ihr durchaus Abenteuer bestanden. Eine Treppe hinunterstürzen ist also ein Abenteuer? In irgendein Bett fallen auch? Ihr seid vermutlich eher an Anekdoten meiner beruflichen Laufbahn interessiert. Mal sehen. Mein zweiter Auftrag für die Krähen war recht interessant. Ich sollte einen Magier töten, der sich in die Politik eingemischt hatte. Inwiefern in die Politik eingemischt? Woher soll ich das wissen? Ich hatte den Eindruck, es hätte etwas mit Sex zu tun. Aber den Eindruck habe ich eigentlich immer. Schon seltsam, wirklich. Jedenfalls entpuppte sich der Magier als bezaubernde junge Dame mit langen, göttlichen Beinen. Ich habe sie in ihrer Kutsche auf der Flucht in die Provinzen gestellt.
Nachdem ich ihre Wache getötet hatte, ging sie auf die Knie und bettelte um ihr Leben. Sie war ziemlich begabt. Also leistete ich ihr in der Kutsche des Nachts Gesellschaft und verließ sie am nächsten Morgen. Und sie hat nicht versucht, euch zu töten? Oh doch, zweimal sogar. Dann beschloss sie, mich stattdessen zu benutzen. Die Frau hatte mich davon überzeugt, in ihrem Sinne bei den Krähen zu intervenieren. Was soll ich sagen? Ich war damals jung und dumm. Oh. Als ich ihr einen Abschiedskuss gab und nach Antiva zurückkehren wollte, rutschte sie aus und fiel rücklings aus der Kutsche. Brach sich das Genick. Eine Schande, wirklich. Aber wenigstens ging's schnell. Wart ihr darüber bestürzt? Zunächst schon. Naja, bestürzt weniger. Überrascht trifft es eher. Dann fand ich heraus, dass sie ihrem Kutscher befohlen hatte, nach Janellen zu fahren. Ich hätte sie verloren und wäre bei den Krähen als unfähig dagestanden. Aber so war mein Meister recht beeindruckt, weil ich es nach einem Unfall hatte aussehen lassen. Der Zirkel der Magi schöpfte keinerlei Verdacht und alle waren rundum zufrieden. Passiert euch sowas häufiger? Wie von einer wohlmeinenden Zielperson verschont zu werden, die mir dann noch bei der Flucht vor den Krähen hilft? Ja, hin und wieder schon. Danach habe ich gelernt, dass man sich von einem hübschen Gesicht nicht verwirren lassen darf. Gelebter Professionalismus. Das ist mein Motto des Tages. Ihr vermischt also niemals Geschäft und Vergnügen? Oh, ich kann mir das schon vorstellen. Aber dazu müsste mich zumindest ein gut aussehender grauer Wächter einfangen und fesseln. Ich hab nicht von mir gesprochen. Ihr solltet euer Gesicht sehen, wenn ihr das sagt. Aber damit genug der Geschichten. Von der Magierin zu erzählen hat mich ein wenig nostalgisch gestimmt, fürchte ich. Ach, die guten alten Zeiten. Oh. Ich will mehr. Was sagt ihr? Mehr Geschichten. Fragen. Gewiss. Mehr Abenteuergeschichten. Schon wieder? Ja. Nun also, was könnte euch wohl interessieren? Soll ich beschreiben, wie eine Milzbrandvergiftung abläuft? Ich habe mal bei einem Mann alle 7 Phasen beobachtet. Sicher, wenn ihr möchtet. Nein, das will ich euch noch nicht zumuten. Mal sehen. Wie wär's mit der größten Schlacht, an der ich je teilgenommen habe? Das war beim Tod von Prinz Azrin. Habt ihr hier unten schon mal davon gehört? Ich glaube kaum. Prinz Azrin stand in der Thronfolge an 4. Stelle. Er hatte auf Platz 11 begonnen und sich dann ganz altmodisch nach vorne durchgearbeitet, nachdem er von seinem Großvater das Kommando über eine Gruppe von Krähen geerbt hatte. Er mordete sich also durch die königliche Familie, bis der König 3 Gruppen den Auftrag erteilte, Prinz Azrin endgültig aus der Liste zu nehmen. Ich gehörte zu einer dieser Gruppen. Ist so etwas in Antiva an der Tagesordnung? Die Königswürde war in Antiva schon immer mit den Krähen verbunden. Schließlich soll ja kein Bürgerlicher auf den Thron kommen. Deshalb werden sie relativ häufig aus politischen Gründen tätig. Diese spezielle Auseinandersetzung soll das ganze Land an den Rand des Ruins gebracht haben. Fast wäre eine Krähe auf dem Thron gelandet, ein Bürgerlicher. Aber das ist eine andere Geschichte. Mein Anteil daran war nur sehr gering. Ah, das sind alles so spannende Geschichten, die großen Abenteuer des Zephyrin. Was habt ihr getan? Meine Aufgabe bestand darin, zu Prinzessin Ferenna vorzudringen, die mit ihrem Bruder gemeinsame Sache machte. Ich hatte etwa 11 ihrer Wachen getötet, als ich aus dem Fenster geworfen wurde. Ich landete im Fluss und wäre beinahe ertrunken. Ein paar Straßenkinder haben mich rausgefischt und ausgeraubt, einschließlich meiner Stiefel. Wenigstens haben sie mich nicht getötet. Und das war meine Rolle in der Geschichte. Ihr wurdet ausgeraubt von Straßenkindern? Ich musste verletzt und nackt zu unserem Unterschlupf zurück. Ich war heilfroh, noch am Leben zu sein. Oh Mann. Das war's. Ende der Geschichte. Gehen wir weiter, bevor ich noch weitere Peinlichkeiten preisgebe. Nee, wir gehen nicht weiter. Wir wollen noch mehr Geschichten. Was sagt ihr?
Gewiss. Abenteuer. Das Einzige, was sich noch zu erzählen lohnt, ist der Auftrag direkt vor meiner Abreise nach Ferelden. Aber nein, ich... lieber nicht. Ich hätte nicht davon anfangen sollen. Warum nicht? Wo liegt das Problem? Es ist nichts, worüber ich sprechen möchte. Ein andermal vielleicht. Tut mir leid. Was sagt ihr? Was Persönliches besprechen? Schon wieder? Ich bin bereit. Nein. Was sagt ihr? Könnt ihr andere zum Meuchelmörder ausbilden? Ich kann andere ausbilden, aber euch nicht. Ich brauche jemanden, der bereits ein Schurke ist. Außer natürlich, ihr wärt bereit, euch in jahrelanger Arbeit erst einmal die Grundlagen anzueignen. Aber wenn jemand diese Ausbildung möchte, sicher, warum nicht? Schickt ihn zu mir. Die Krähen sind ja bereits wütend auf mich, da werde ich sie mit Wonne noch einmal in die Nase zwicken. Sehr schön. Vielen Dank. Wofür dankt ihr mir? Natürlich dafür, dass ihr mich zu Aneryn geführt habt. Ihr habt mich zu Aneryn geführt. Ihr seid hartnäckig geblieben, obschon ich glaubte, die Suche würde in einer Sackgasse enden. Ich habe gern geholfen. Ich werde euch das nie angemessen vergüten können. Aneryn gefunden zu haben, bedeutet, dass ich dieses Kapitel meines Lebens abschließen kann. Ich fühle mich frei. Eine große Last ist von mir abgefallen. Dieser Augenblick ist wie der kurz vor jedem Sonnenaufgang, wenn die ganze Welt still ist und in Erwartung des ersten Lichtstrahls den Atem anhält. Ich muss nicht mehr an die Vergangenheit denken und kann in die Zukunft blicken. Danke. Dafür werde ich euch ewig dankbar sein. Oh. Was habt ihr auf dem Herzen? No. Ihr stört nicht. Ich möchte eigentlich so viel mit euch reden, aber ihr wollt ja nicht. Ich habe darüber nachgedacht, was den Elfen widerfahren ist, und es erinnert mich an ein Lied, das ich vor vielen Jahren gehört habe. Es war, als meine Mutter starb, war da diese weise Elfin. Sie tröstete mich und sagte, wir sollten den Tod weder fürchten noch hassen. Der Tod ist nur ein neuer Anfang. Eines Tages müssen wir alle unsere sterbliche Hülle verlassen, damit unser Geist in Freiheit fliegen kann. Das ist tröstlich. Ich halte es für ein wunderbares Bild. Es bringt den Trauernden Frieden und Hoffnung. Oh, das ist so schön. Oh.
So schön. Und wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.